So, hallo Leute und willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Wir werden heute uns mal an die Challenges wagen, denn wie ihr vielleicht gerade gemerkt habt, rede ich gerade mit jemandem und zwar ist Kotori hier. Uhu. Und ja, wir fangen mit Pitch Black an. Da haben wir im Endeffekt den Dunkelfluch, dass wir weniger sehen. Du musst jetzt einmal Start drücken, Schatz. Und da ist jetzt Kotori. Kotori ist dieses kleine Krüppelbaby. Danke. Ich bin hübsch. Die Babys haben auch immer bestimmte Vor- und Nachteile. Ich weiß jetzt leider nicht, was das hat. Wir können auch unsere Herzen nicht sehen. Isaac fängt mit 3 Herzen an. Das heißt, ich habe jetzt. Kann ich eigentlich auch geschadet werden? Ja, also du hast ein Herz. Ich habe 2 Herzen, weil Kotori mir ein Herz abzieht, wenn sie spawnt. Und ich habe jetzt noch 2. Also 2 Herzen, sie ein Herz. Weil Isaac mit 3 Herzen anfängt. In dieser Challenge gibt es noch Goldräume. Aber wir können keine Folge freischalten, wie man hier links sieht. Außer halt die Challenges, Specials. Kotori kann generell fliegen und ist nach einem Treffer gleich tot. Drück mal Start. Jetzt hast du aber nur noch eins, oder? Genau, jetzt habe ich nur noch ein Leben. Und das wird, geht da weg. Auf Dauer problematisch. Bevor du dich jetzt hochjagst, weil das macht einen Schaden. Wir müssen es gleich ein bisschen anders machen. Warum? Weil ich die obere Ecke so gut wie gar nicht sehe von hier unten, vor allem das Dunkle. Okay. Nein. Egal, lass einfach. Ich weiß jetzt nicht genau, was du mit obere Ecke meinst. Das hier wahrscheinlich, oder nicht? Ja, deswegen wurde ich vorhin auch getroffen, weil ich das nicht erkenne. Ich geh jetzt mal hin, warte erst mal 5 Stunden. Ich könnte ja doch mal weggehen. Was ist? Ich werde dich hier in diesem Let's Play vor all deinen Zuschauern schlagen. Das ist kein Problem, das machst du öfter. Ah, scheiße. Jetzt habe ich nur noch ein halbes Herz. Wenn ich tot bin, ist das Let's Play auch zu Ende. Das ganze Let's Play, komplett Isaac. Ja, ja. Hören wir direkt auf. Ja, wenn ich tot bin, ist das wirklich zu Ende. Ich rede nicht von Isaac. Manchmal. Manchmal, aber nur manchmal, habe ich ein paar Schlüssel gern. Ein bisschen Horror auch. So, immer noch keinen Goldraum gefunden und auch noch keinen Boss. Oh, ich hasse diese Pimmelviecher. Die sind aber ganz angenehm eigentlich. Wow! Mhm, ganz angenehm. Ja, du hast wahrscheinlich das Problem, dass das Spiel sich auf mich fokussiert. Das heißt, die können auch unter dir spawnen. Mhm. Aber du hast dafür natürlich den Vorteil, du fliegst die ganze Zeit. Ja, aber ich kann eh nichts wirklich groß damit anfangen, außer nicht halt auf Steine flüchten oder so. Ja, genau das meine ich damit. Du fliegst halt, ne? Oh, der Boss wird ja angenehm mit einem halben Herz, ne? Hab ja noch eins. Ja, das bringt ja nichts, wenn ich sterbe. Yay, Double Shot. Das ist natürlich geil. Sie kriegt auch alle Items, die wir haben. Schieß mal. Wie ihr seht. Also alle, die ich aufnehme, hat sie auch. Aber wenn ich jetzt einmal getroffen werde, bin ich halt tot. Das ist das Problem. Und das bei The Hound. Fickt Jawohl. Euch. Na, wir sind zu zweit. Vielleicht klappt das ja irgendwie. Hast du schon mal The Hound bekämpft? Ja, natürlich. Öfters. Ich hasse den. Ich hasse den. Ich bin angenehm. Wow. Geh weg. Der macht das gleich eh Brimstone. Ich bin tot. Ich seh's doch. Komm. Die macht ja gerade gar nichts. Boah, ich habe Angst auf den Charge gerade. Oh Gott. Zum Glück haben wir so viele Tränen. Okay, damit hätte ich 1,5 Herzen jetzt. Ja, nee, 2, oder? 1,5. Ich hatte ein halbes nur noch gerade. Und jetzt habe ich 1 dazu bekommen. Okay. Ja, da oben würde ich auch gerne rein, aber das geht gerade schlecht. Es geht schon, aber ich möchte nicht. Du hast ein halbes? Ja. Das Problem ist, bei dem Fluch muss man da halt mit aufpassen. Boah, ich hasse, wenn sowas passiert, ne? Das Problem ist, ich kann auch nicht mehr machen. Ja, weil du nicht durch Dinger durchschießen kannst. Mhm. Wir können ja mal dort reingucken, was haben wir denn da? Oh, The Goated, wie geil ist das? 2 Herzen habe ich jetzt. Mhm. Jetzt 3. So, wir können den sprengen. Goated ist ich gut. Einsammeln kann. Den können, hast du jetzt auch diese Tränen? Ja, hast du das? Tatsache. Ja, Schlüssel können wir jetzt natürlich nicht nehmen. So. Ah, über mir. Ah, bop. Wir müssen, glaube ich, nur bis zur Mutter kommen. Wir müssen nicht mal bis zur Mutters Fuß kommen. Perfekt. Das ist dann, glaube ich...
Wir müssen zur Mutter, aber nicht zu Mutters Fuß. Ja, zu Mutters Herz, du weißt, was ich meine, Schatz. Stell dich nicht so an, als würdest du erst ein Jahr mit mir zusammen sein. Da bist du schon ein bisschen länger. Wollte das nur, damit die Zuschauer das auch verstehen. Ja, die Zuschauer wissen das sowieso, das merkst du doch in den Kommentaren. Ja. So, Spinnitz. Na Gott, komm. Was haben wir hier? Das Buch der sieben Sünden. Es gibt bloß ein zufälliges Item. Oh, das finde ich sehr schön. Jetzt bin ich, glaube ich, bei... Ja, bei drei vier Herzen und ein blau. Vier Herzen bin ich. Und wir haben jetzt sowieso Satan-Garantie. Das finde ich sehr gut. Bereit? Ja. Weil sie jetzt gerade die Hände vom Controller hatte. Ich habe mich nur gekratzt. Sie mit Controller, ich mit Tastatur unterwegs. Deshalb kann ich nicht laufen. Also nicht gehen. Laufen kann ich. Hallöchen, meine kleinen Kinder. Hallöchen, Popüche. Krieg ich eigentlich auch HP ab, wenn du HP abs kriegst? Ich glaube nicht, weil du mir immer ein Herz abziehst. Ah, oh, okay. Ich weiß es aber nicht. Das können wir dann erst in den späteren Challenges genauer sehen. Das ist das erste Mal, dass ich auch wirklich Koop spiele. Es hat halt sonst nicht geklappt und jetzt ist er halt hier. Wow, vorsichtig. Ich konnte das aufnehmen? Habe ich vier Herzen? Ja, ich habe vier Herzen jetzt. Plus Dings. Tempo ins Jahr. Genau das will ich haben. Oh, hallo Krampus. Na toll. Du kriegst ja nicht mal Verfolgungstränen. Das Krampus-Item wurde auch genervt mit dem neuen Patch. Ja, ich weiß. Genau das da. Es hat jetzt 6 Aufladungen statt. Ist die Frage, nehmen wir Krampus-Head mit oder Buch der 7 Sünde? Ja. Das Head ist halt vom Damage her besser, aber wir nehmen halt das Buch mit. Aber wir nehmen das Buch mit, weil wir dann die Chance haben, Dings zu bekommen. Ja, stimmt. Silberherzen, die wir brauchen. Oder schwarze Herzen, ist egal, welche von beiden. Ja. Da können wir uns überlegen, nachher reinzugehen, aber am besten bräuchten wir noch Herzen. Hallo, Feuer. Hallo, Truhe. Kannst du nicht öffnen, nein, oder? Nee, schade. Ist ja voll praktisch. Hallo, kleines Arschloch. Komm hoch. Wahrscheinlich muss ich näher gehen. Aber er schießt trotzdem auf dich. Krieg ich eine Bombe? Ah, ich hätte eine Bombe gebraucht. Bei dir war da nämlich gerade so ein Kreuz auf den Stein da. Der ja. Daher. Bomben kannst du auch legen. Wäre vielleicht aber nicht so ratsam, wenn wir es beide machen. Dann müssen wir uns einigen. Mach du das. Ich greife mal an. So. Mach kaputt. Und dadurch, dass wir dann die Challenges ziehen. Kannst du das aufnehmen? Weil du hast nur ein halbes Herz, soweit ich weiß, ne? Ja. Kannst du hier. Ja, du bist das kleine Vieh. Ich hätte immer gerne noch eine Bombe. Die Viecher sind eigentlich voll. Die sind recht easy, wenn du richtig stehst. Aber das sieht man erst, wenn das Licht angeht. Was? Kennst du das nicht? Und ob du wirklich richtig gehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Was haben wir hier? Magicken wieder. I'm still a wizard. Vorsichtig, Schatz. Was passiert denn das? Was bin ich denn jetzt? So ein Bomberman-Verschnitt. Okay, das hat sich voll gelohnt. Gerade die Batterie. Ich weiß es nicht, ob du stärkere Bomben hast oder wenn du Bomben legst, ich weiß es nicht. Weil die haben alle, also was heißt alle? Die haben immer so ein paar verschiedene Effekte. Das ist eine Bombe. Ja, ist die Frage, lass erstmal den Stein sprengen. Wenn du wirklich der Typ bist, der random Bomben legt, dann. Oh, das machen wir auch. Ja. Lucky Toe. Ist glaube ich besser. Ah, danke fürs Treffen, Arschloch. Das habe ich. Mein Gott. Ich sehe die Dinger da oben nicht wegen dem Schriftzug. Ist ja ein Problem. Okay, wir haben ein Problem, ich korrigiere. Okay, du hast ein Problem, ich korrigiere. Ich kann sie halt ablenken und du... Aber wenn sie einmal Platz sind, sind sie sowieso easy. Easy. Oh Gott, das waren ja drei Welten, stimmt. Ja, Bosse sind glaube ich nur... Nee, du hast eine Bombe gedruckt, dass du gestorben bist. Wow. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht mehr wie viel... Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele Herzen ich habe. Ich glaube, 2 müsstest du jetzt noch haben. 2 und ein halbes Silberherz, glaube ich, oder? Ja. Ich weiß es nämlich nicht hundertprozentig, das ist das Problem. Shop können wir auch gehen. Mhm. Haben wir auch genug für. Aber jetzt suchen wir. Warte. Aha. So, was hätten wir hier? Noch ein. Ne, den brauche ich. 3 Herzen habe ich, du siehst mal immer eins ab. 4 hatte ich insgesamt. Ja, genau, ich hatte ja 1 bekommen nur, ne? Ja, und durch, dann bin ich einmal gestorben. Durch das Internal Haus. Ja, ja, aber du siehst mal immer eins ab. Das Leere gibst du mir ja wieder im Endeffekt. Also wenn du stirbst,
Dann habe ich wieder einen leeren Herzcontainer. Ich dachte, ich ziehe dir den kompletten Herzcontainer ab. Ja, tust du, solange du lebst. Sobald du stirbst, habe ich dir aber einen leeren Herzcontainer wieder mehr. Ach so, ja gut. Gut, denn ein leerer Herzcontainer bringt dann natürlich nicht so viel. Nee. Wow. Aber bis zum Mutters Herz sollte man es eigentlich schaffen. Da ist was bei dir. Das habe ich wieder nicht gesehen. Jetzt können wir auch das Herz wieder mitnehmen. Oder... Du ziehst Silberherzen ab. Grad. Wie gesagt, wir können es jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen. Wir spielen werden es dann in den nächsten Challenges sehen. Wir spielen halt beides zum ersten Mal gerade Koop, Leute. Wir bitten das natürlich um zu entschuldigen, aber sie scheint gerade Silberherzen abzuziehen. Ich konnte gerade das normale Herz nicht aufnehmen, obwohl ich jetzt eigentlich einen leeren Herzcontainer haben müssen. Sowas hasse ich auch, wenn du dann in die Enge getrieben wirst. So, ja, Schlüssel ohne Ende hier. Was haben wir hier nochmal? Ja, das kann ich hier nicht mitnehmen. Das ist wichtig. Ich glaube, das hattest du mal bei dir im Dings verwechselt. In einem deiner Parts. Weil, um das kurz zu erklären, Remote Bomb Dings ist halt, dann können wir die Bomben selbst sprengen. Wir sprengen nicht uns, wir können unsere Bomben sprengen. Ich dachte halt, das wäre dasselbe wie dieses Kamikaze. Nee, Kamikaze ist halt dann dieser Taliban-Gürtel, den du da machst, sag ich mal. Du kannst dich im Grunde genommen hier einfach auf die Ecke stellen und dann treffen sie dich. Hier in diesem Loch, wo ich vorstehe. Jetzt hast du wieder ein ganzes Herz genommen. Vorhin hattest du anscheinend nur halbe Herzen, weil du nach einem Treffer tot warst. Ja, vielleicht hätte ich das eine halbe Herz noch geklaut. Wo sind, welche Ebene sind wir denn? Caves 1. Okay, hier ist noch ein normaler Boss. Oh Gott, ich hasse dich. Und der geht garantiert wieder auf mich und... Hä? Wie viele Herzen habe ich denn? 2 Trillionen. Wahrscheinlich hast du mir alle meine Silberherzen geklaut. Ich hasse dich. Oder Mutterbug, ich glaube, ich habe das auch in der letzten Folge erwähnt, die jetzt rauskam für euch. Der geht trotzdem noch. Also man kann sich doch noch. Gesagt. Ja, aber als ich es probiert habe, ging es halt nicht. Was bist du? Du bist Bitwip-Runner. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Wie heißt denn der Typ nochmal? Boah, ich habe echt den Namen vergessen. Nö, das nehme ich jetzt nicht. Das kostet mich 2 Herzen, das ist mir gerade zu viel. Ja, der wird ja auch. Der hat ja vorher 1 Herz gekostet. Das ist mir zu viel. Das ist ein Boss. Wieso kann ich... Also ist das der Raum, wo man nur 1 Herz haben muss? Ja. Das wäre einfach der Boss Rush. Mhm. Nee, Boss Rush kommt ja nach Mom. Okay. Wenn du es unter 20 Minuten geschafft hast. Nein, nee, nicht Boss Rush, aber es gibt ja auch noch so einen Kampfraum, wo dann nur Bosses spawnen, meinte ich. Das ist richtig asozial! Ja, wo soll ich denn hin? Wo soll ich denn hin, bitte? Die sind assi, wenn du nicht fliegen kannst. Ja, und wenn du zweimal von der Explosion getroffen wirst und nicht weißt, wie viele Herzen du hast, ist das auch asozial. So. Wir haben keine Shops, ne? Nee. Merke ich gerade. Soll ich das schon mal sprengen oder willst du da dran? Weiß ich nicht. Geh weg da. Ich wollte nur helfen. Aber ich glaube, du kannst jetzt sprengen. Dann sehen wir auch, ob du Bombe legen kannst oder nicht. Ich würde nicht gegenlaufen. Nee. Anscheinend kannst du doch keine Bombe legen. Vielleicht nur, wenn ich halt dieses Bombenmännchen bin oder so. Ja, kann sein, keine Ahnung. Aber wir brauchen unser Geld nicht. Wir können es nicht in Donation-Maschine stecken und wir haben anscheinend auch keinen Shop, also können wir es hier auch ausgeben. In der Hoffnung, einen Pretty Fly oder sowas zu bekommen. Was echt gut funktioniert. Oh, oder Herzen, die finde ich natürlich auch recht praktisch. Okay, ein halbes Herz hätten wir da. Gut, jetzt haben wir wieder einen leeren Herzcontainer. Oder ist der... Ne, der ist leer, Der ist leer. Meine Bombe, Finger weg. Alles meine Bomben hier. Steht überall Curry drauf. Ah, da haben wir doch schon mal unsere Pretty Fly. Okay, tschüss. So, Pille. Ach, ich habe natürlich genau den Falschen angeschossen. Das ist aber immer so. Ich mache das genauso. Ich verwechsel die immer. Ja, ich normalerweise eigentlich nicht, aber jetzt keine Ahnung. Mach mal Help ab. Okay, das ist übertrieben. Ah, da ist schon mal der Gold rum, das ist auch schon mal sehr gut. Das verschickt hier die Luft, du. Ja, ja. Weil ich gerade verwechselt habe, dass ich eben nicht Isaac bin. Ich hab's dir angeboten, hätte es beides sein können. Ja, Mann, das wichtigste Item des Spiels. Farts. Selbst bei dir kommt der Pups. Wenn ich das mache. Boah, das hätten wir mit Krampus Head testen müssen. Wenn der bei dir natürlich auch kommt, ist stimmt, ja richtig OP. Ja. Ey, das hätten wir gucken müssen. Das wäre dann richtig OP gewesen.
Hallo Kaki. Ich liebe Kaki. Range down und in Eternal Heart. Das ist sowieso das egal. Das ist doch egal, das ist doch Mutters Ebene. Das ist nachher ist der Schluss. Ja, hier nach ist der Schluss. Dann haben wir die Challenge schon hinter uns. Hallöchen. Außerdem habe ich ja noch ein oder zwei Silberherzen und mindestens ein schwarzes Herz. Also solange das schwarze Herz nicht platzt. Stimmt, ja. Weiß ich auf jeden Fall, ich habe noch ein paar. Dann habe ich. Ja gut, dann wird das Eternal Herz abgezogen. Hallo ihr. Tschüss, tschüss ihr. Das war ein blöder ein Gedanke. Richtig. Wie wir immer auf einen und denselben Gegner schießen. Ah, komm! Jetzt ist das schon mal weg. Ich hab gedacht, der schießt auf dich, weil er vorhin auch schon auf dich geschossen hat. Ich glaub, die variieren. Ha, neuer Schutz. Der dürfte auch ein Herz droppen, der rote. Das war's mit dir. Okay, das war's mit meinem Silberherz, was ich gerade aufgesammelt habe. Was bist du denn gerade? Was? Das ist der rote, der macht halt ein Herz Schaden. Ja, ja. Wie ich einfach alles schon aufsammeln kann. Oh Gott! Du bist groß. Genau wie das Ding in meiner Haus. Ja. Ja, ich weiß, er war schlecht. Geht's hin. Aber trotzdem ist er groß. Also der in meiner Hose. Wow. Wie der einfach über den Weg geht, den ich da gerade mache. Wie asozial ist das denn von dem? Oh. Und hier haben wir noch. Hält doch nicht. Wollte gerade sagen. Ich hätte es nicht riskieren sollen. Egal, gehen wir rein. Hä? Doch noch nicht, Mutter? Nee. Cave Swell? Aber Gertie ist an sich. Ich find's einfacher als vorher in dem Vorspiel. In dem Vorspiel? Ja. Du hattest das Vorspiel mit Gertie? Oh ja. Ich hatte ein Vorspiel mit Gertie. So lange, dich belästigt, finde ich es echt einfach. Wahrscheinlich werde ich gleich fünfmal hintereinander getroffen, weil ich einfach nicht mehr damit rechne auszuweichen. Ja. Boah, war der echt anstrengend, du Alter. Ey. Puh, der hat mir echt einiges abgeliehen. Abverlangt. Nicht aufnehmen, nicht aufnehmen. Ich würde sagen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt mit dem Dings gemacht hat, mit dem Seelenherz, also mit dem weißen. Warum nimmst du das? Weil wenn ich sterbe, kann ich anstatt ein Herz drei Herzen haben wieder. Okay. Verstehst du? Ja. Weil ich ja dann dieses eine rote Herz wieder umwandeln kann direkt. Und jetzt habe ich auch noch ein Herz. Das heißt, ich könnte jetzt sowieso nochmal drei Herzen holen. Im Notfall. Hallo. Oh Gott. Oh Gott, es hat auf mich geschossen. Weil du scheinst mir ja alle Herzen zu. Also, was heißt alle Herzen? Ich dachte immer nur, du klaust nur Herzcontainer. Ja. Komm, nehmen wir mit. Eine rote Kisten, FTW. Naja. Weiß nicht, ob das so gut ist. Da können wir Gabis Form leichter erreichen. Roten Kisten können Gabi-Items drin sein. Wie du gerade gesehen hast, da waren ja gerade zwei drin. Und Gabi Form ist halt recht imbar, muss ich zugeben. Ja, ja. Gott, das ist unfair. Der Raum ist nicht gut. Okay, 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 alles tot. Was haben wir hier? Ich hasse diese Knights. Ja, du hast ja kein Problem gegen die. Trotzdem hasse ich sie. Du kannst ja hinterher fliegen. Also auch so über diese Tiefen. Stimmt, Tiefen 2 kam selbst. Wie komme ich denn da auf Caves? Das war gerade mal die vierte Ebene. Oh, Feuer! Die sind Tentakel, ich verstehe den Sinn von denen nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, die machen auch groß nichts, außer da rumschwabbeln. Ja, nur wenn du reinrennst, tun sie weh. Na, rote Truhe ist zwar eine Sache. Wie sie nicht mal läuft, weil hier kein Gegner drin ist. Oh Gott, ich hasse das. Yep. Das passiert mir auch meistens. Was bist du? Du bist Transformer. Awesome. Du bist Optimus Prime. Yeah! Oh mein Gott, wie awesome. Weed. Köpfe. Oh Gott, ich dachte... Das sind gute Spiders. Die trennen dich einfach mal random. Öfters mal. Du hast mir keinen? Autsch, das war geplant. Das ist auch unfair. Ich werde halt jetzt so irgendwann mal so im Laufe des Spiels, weil ich habe ja noch einen Herzcontainer, einfach mal Leertaste drücken. Also ein Häufchen Scheiße. Darauf stehst du jetzt wieder, ne? Natürlich.
Warte. So. Bin noch mit dir zusammen. Hey, Geheimraum! Yay, bringt uns nichts. Nicht wirklich viel, nein. Jetzt den Darkbomb. Goldraum fehlt uns noch. Aber. Das ist mir schon öfter passiert, sowas. Okay. Aber das Problem ist, die Stacheln ziehen ein Herz ab. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich hasse das, wenn daraus was spawnt. Ja. Man kann die irgendwie unterscheiden. Achtung! Ich wollte es gerade sagen. Zu spät gemerkt. Pillies! Oh, bitte Fleisch. Ja, immerhin. Weißt du überhaupt noch, wie viele Herzen du hast? Jetzt mindestens 3. Ah, stimmt, das ist ja Guppies Porno. Da kann das was werden. Ja, ich kann es jetzt nur nicht mehr einsetzen, weil jetzt habe ich keine roten mehr. Ach so. Aber wie gesagt, wenn ich sterbe, ich habe ja noch 9 Leben durch das Katzenalter. Yeah. Kann ich ein Leben opfern, um wieder 3 zu bekommen. Mames Contact, Freeze Effect, das ist nicht schlecht. Kriege ich den auch, ja. Den hast du auch, ja. Dieses Doppeltrain-Item ist sowieso recht geil, muss ich zugeben. Mhm. So, ab zum Boss und nach gleich wieder in die Stacheln reinrennen. Ich kenne mich. Das muss einfach sein. Natürlich. Das ist Pflicht. Wir nehmen schon 21 Minuten auf und haben schon, ja, so ein bisschen was. Ja, fast die erste Challenge. Ne, ich rede von wegen, wie viel Speicher es wegnimmt. Sie lässt sich einfach treiben, weißt du? Ja, mir kann keiner was. Das Grinsen dabei, Alter. Das finde ich so niedlich. Der dann so guckt, so voll betroppelt. Warum verfolgst du mich, du Arsch? Weil du ihn niedlich findest. Du nennst mich niedlich. Ich geb dir niedlich. Oh, das ist aber auch nicht schlecht. Aber die werden wir nur einmal einsetzen. Was macht die denn? Wirst du gleich sehen. Okay. Und zwar... Ist hier noch ein Kreuz irgendwo? Nein, okay. Ja, ich sehe keins. Und zwar wirst du es jetzt sehen. Warte. Aha. Sie gibt uns eine Eternal Heart. 1. Cool. Die hat 6 auf... das heißt, du brauchst 6 Räume fürs Aufladen. Das heißt, du kannst damit extrem gut Herz-Container farmen. Mhm. Aber jetzt kann ich halt gleich wieder Gabi machen. Ja. Gabi! Guppi. Ich werde gerne Teleportkarte oder so. Hallöchen, oh, mein Freund. Hier. Die spawnen auf mittlerweile so viel von diesen komischen Spuckfliegen. Ja, aber nicht, wenn sie gefreezt sind. Die hasse ich viel mehr in dieser Hinsicht. Ne, ich wollte gerade sagen, ich würde vorsichtig sein. Sterbt! Nö. Weißt du, dass die blauen Dinger Seelenherzen droppen können? Ja. Gut. Ich gehe weiter, wäre wieder. Oh! Die sind aber auch nicht mehr so selten wie früher, finde ich. Ja, kommen deutlich häufiger. Also früher hattest du die ja alle 50 Ones einmal oder so. Ernsthaft? Ich wollte das ausmachen und du schiebst mich einfach weg. Arsch. Wie sie da ins Feuer reingleitet. Sie gleitet ins Feuer. Oh Gott, den da. Oh Gott, der war schnell tot. Wir machen echt gut Schaden, muss man zugeben. Mittlerweile, ja. Löcher, meine Freunde. Aus Mexiko. Ja, das ist auch gut, wenn man den einfach von vorne freest. Ich krabbel einfach mal hinter ihn. Was haben wir hier? Money Bitches. Brauche ich doch nicht, aber ich... Oh. Da hat mein Adlerauge doch was erspäht. Hey. What the fuck? Ja, genau. Also das war eine Bad-Trip-Pille. Ja. Nee, nicht Bad... Hä? Bad-Trip. Aber es gibt eine Pille, die ändert sich, wenn du nur noch ein Herz hast. Okay. Ja, dann war das andere auch eine Health-Down-Pille. Kennst du das hier eigentlich? Ja. Da kommt dann eine Treppe. Oder sowas. Oder eine Muschi. Ja. Das wusste ich jetzt nicht, dass da eine Muschi kommt. Ich hätte den... Was? Alter, wie... Aber wir können gar nicht, Mutter... Schaffen wir die Challenge jetzt oder nicht? Ich bezweifle es. Weil die Challenge geht eigentlich nur bis Mutter selbst.
Immerhin guckt das jetzt wie du. Au! Nicht in die Weichteile. Doch, genau dahin. Nein, die sind wichtig, die brauchst du noch. Glaub mir, die brauchst du mehr als ich. Wo bin ich denn? Ach, das ist was Rotes. Das macht einen Herzschaden, das Rote hier. Wein gegen an, Schatzi. Achtung, Muschis! Ich liebe den Spruch, Achtung, Muschis. Na dann. Ach ja, Muschis in diesem Spiel, beste Freund und Helfer. Muschis! Ach ja, so läuft das. Göttlinge. Auch keine Probleme mehr. Das Problem ist, ich bekomme jetzt ein Herzschaden. Ich habe keine Ahnung, wie viele Herzen ich habe. Bei dem würde ich nicht seitlich stehen. Hat doch gepasst. Weil der Typ normalerweise nämlich dasht. Ein Popoloch und zwei Fliegen. Ein Popoloch kommt selten allein. So, da hatten wir auch schon den Boss. Goldraum ist ja sowieso nicht mehr. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das größte Problem, dieses Vieh. Trifft mich trotzdem mindestens einmal. Du hast den Vorteil, du kannst dich hinter Steinen verstecken. Mhm. Ah, den Boss haben wir auch schon. Aber wow. Wir haben es geschafft. Was so? Ach so, Challenge zu Ende da. Ja, jetzt wo ich Fliegen kriege, weißt du? Fliegen und Sprektaltritt. Das heißt, jetzt ist auch durch den Stein durchschießen können hier. Aber damit hätten wir die erste Challenge geschafft und sind sogar weitergekommen als eigentlich geplant und bekommen unsere erste Rune. Rune auf. Hast du das gerade weggeklickt? Nein, ich habe nichts getan. Weil das jetzt so schnell wegging, ich habe gar nichts geklickt. Ich hatte die Hände nicht mehr an der Tastatur. Okay, das war die erste Challenge, Leute. Wir können mal kurz zeigen, wie es aussieht. Das sieht jetzt so aus. Soll ich da sprechen? Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.